Willkommen, Freunde, zurück bei Assassin's Creed Odyssey. So. Wir sollen jetzt mit dem Kolossus können durch Konflikte in der Nähe oder durch Interaktion mit gewissen Objekten wie der Erkenntnissen der Hüterin aktiviert werden, okay. Wir müssen zu dem Stalljungen, weil wir haben ja im letzten Part ein bisschen geschwindelt, dass das Pferd hier nicht mehr sich hier nicht mehr aufhält. Das stimmte so ja nicht ganz. Ja, dafür. Oh, wir haben. Huch, wir haben ein paar neue Sachen mal eben nachgucken. Das Ding. Ach ne, das ist ja das, was ich nicht wegtun wollte. Hoppala, das wäre fast schief gegangen. Das kommt aber weg. Einen neuen Bogen. Ja, okay. Okay. Auch nicht besser. Das kommt weg. Und das kommt auch weg. So. Dann haben wir hier noch was. Genau, Pferd. So. Das waren wir. Die Wachen müssen ärgern. Irgendwie lustig. Na gut. Ui, das fährt mal wieder zu langsam. Juppa. Da unten. Alter. Eieiei. Okay. Warte mal kurz, muss man immer. Oh, kleines Kind. Du musst der Reiter vom Artemision sein. Nette Pferde. Ich halte sie sauber und schön, wie das Elysion. Ich war auch in meinem früheren Leben Stallbursche. Dann bin ich bei dir genau richtig. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Was für ein? Ich schlage ihm ein Geschäft vor. Wenn Persephone oder einer ihrer Leute dich fragt, musst du sagen, dass ich dir ein großes, furchterregendes Pferd gebracht habe. Ein furchterregendes Pferd? So was haben wir hier nicht. Dann musst du eben so tun. Spiel mit, es sind ein paar Drachmen für dich drin. Wie naiv. Wir brauchen keine Drachmen im Elysion. Bist du sicher, dass du von hier bist? Nö. Das wusste ich natürlich. Aber so oder so, du musst tun, was ich sage. Und warum willst du, dass ich lüge? Nun, wenn du es nicht tust, werde ich all deine Pferde freilassen und auf schnellstem Wege in den Tartarus scheuchen. Verstanden? Sag ihnen, dass ich hier war. Gut, aber lass meine Pferde in Ruhe. Ja, nein. Haben wir jetzt tatsächlich... Wie geil ist das denn? Die vier unsterblichen Hengste, die die Quadriga des Hades zogen, waren so berühmt und berüchtigt wie ihr Meister. Doch an das ungestüme Wesen von wie hieß das Pferd? Was weiß ich, wie man den Namen jetzt hier ausspricht. Ophnaios kam keines der anderen Pferde heran. Aufwertung für Fähigkeiten. Ja, hä? Gut, das haben wir. Fähigkeiten haben wir noch eine Aufwertung? Nee, ne? Ja, da, den habe ich, ja. Okay. Gut. Dann machen wir jetzt das hier.
Wo haben wir... Da waren wir noch nicht. Ich würde sagen, wir rufen einfach mal unser Pferd. Oh, es hängt da hinten fest. Alter. Das sieht cool aus. Entschuldigung. Sprich mit Hermes, ja, das machen wir auch gleich. Aber erstmal werden wir gleich ein schönes Bild von dem Pferd hier machen. Es war genau hier. Okay, so kann man Cassandras Gesicht. Warte mal, da muss Cassandra mal absteigen. Aber so. Dreh ich mal? Nein, nicht so. So, ja. Das sieht doch schön aus. Mal gucken. Ja. Das ist doch nett. Machen wir mal eben. Perfekt. Mal eben auf die Karte gucken. Gibt es hier ein... Ah, ich war nicht lange noch dran für Bilder. Okay, wollte gerade sagen. Eine Landschaft? Mal eben ganz kurz hier was gucken. Oh ja. So, okay. Aufsteigen und los geht's. Wir sollen also wieder mit Hermes reden. Nah. Na gut, wenn es sein muss. Das mit den Drachen, das hätten wir uns auch denken können eigentlich, dass das nicht... Wir holen uns mal eben den Aussichtspunkt, bevor wir zu Hermes gehen. Was denn jetzt? Persephone aus Marmor, zerstöre Marmorjungfrau. Ja. Ja, war Hermes Werkstatt. Ich hoffe, es geht das nicht automatisch, wenn wir. Perfekt. Ich will eben den Aussichtspunkt nämlich mitnehmen. Der ist da oben. Okay, dann werden wir mal den Weg hier nehmen. Oh, das war... Los geht's. Ja. Das war so jetzt nicht geplant. Moment. Wir klettern mal wieder hoch. Ach, von dem Pferd springt die nicht ab? Da kann ich so lange, wie ich will, hier draufbleiben? Ist ja lustig. Hier können wir ein bisschen Sport machen. So. Ach komm, wir benutzen nicht Hermes Flügel. Wir klettern. Ein bisschen Training für Arme und Beine. Cassandra. Wow, ich habe dich festgeglitscht. Herzlichen Glückwunsch. Ja, läuft. Ja, und jetzt? Sind wir tot? Im Fels verhungert, oder was? meine Güte, ey. Ja. Ach komm schon, Mann. Ach, dann halt normal.
los. Okay. Dann können wir ein bisschen Sport machen. Hoch, runter, hoch, runter. Oh, naja. Na komm, lauf. Los. Galoppiere. Ups. Oh. Joa, das hat ja gut geklappt mit. Na okay, da werden die Leute durch Wasser kommen, also gehe ich mal wieder lieber hier lang. Aber ich sag mal so, lieber da in der Felsspalte gestorben, anstatt dass wir da uns da komplett festgehangen hätten und wir... Okay, hätte ich einfach einmal zurück ins Hauptmenü und neu geladen, aber... Ja... Hoppala! Läuft gerade. Okay, das Pferd hängt erstmal fest. Warte mal, wenn ich da drauf gehe, komme ich ja nur, komme ich da an. Na okay, kürzen wir. Dann kürzen wir ein bisschen ab. Dann. Auch das hier. Die Flügel des Hermes sind. Wieso wird das jetzt ein... Wir haben das doch alle schon benutzt und sowas. Wieso... So. Und jetzt möchte ich trotzdem da oben nach links weiter. Zum Aussichtspunkt. Danke. Da ist er. Und hier springen wir gleich runter. Drei, zwei, eins, Sprung. Wuhu. Warte mal, das mit der Statue kam hier, weil hier vorne sich eine befindet. Verstehe, dann werden wir die mal eben kaputt hauen. Da unten, ja. Ja, oh, shit, mal eben. Ah, schnell, Moment. So. Ist das Pferd? Da kommt was von rechts. Oh! Ein Spinner schon wieder. Ja.
Alter! Und wie wir das können. Zack. Meine, einen besseren Bogen. So. Können wir jetzt zu Hermes. Danke, dass du gekommen bist. Schauen wir jetzt hier umzudrehen, ohne runterzufallen? Sehr gut. Na, mein Hermes. Ist ja hier. So. Du wartest hier? Dankeschön. Hier gibt's noch irgendwo einen Schatz. Oben. Den holen wir uns mal noch schnell. Icarus, wo? Da kannst du einmal den Wasserfall hochklettern, okay. Dann machen wir das doch mal. Mal gucken, was wir da oben so haben. Und ich sehe gerade, wir haben einen Fähigkeitspunkt. Wann haben wir den denn bekommen? Bin noch nicht im Level aufgestiegen. Aber wir haben den gerade gekriegt, als wir die Statue kaputt gemacht haben. Ich hab nicht drauf geachtet. Naja. Hören wir gleich mal, worein wir das investieren. So, was haben wir denn hier? Ein Bogen, dann können wir gleich kaputt machen. Komm, schauen wir im Körper hin ins Wa- dermaßen bescheuert. Hi. Hüterin, du hast endlich meine Werkstatt gefunden. Ich weiß, sie macht nicht viel her, aber sie ist mein Zuhause. Ich sagte doch, nenn mich Cassandra. Vor dem Stab? Ha. Aber ich bin froh, dass du hier bist. Ich habe dir so viel zu zeigen in diesem großartigen Land. Das würde ich gern sehen. Wenn du es schon anbietest, ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Oh, gib ihnen etwas Zeit. Die goldenen Felder enthüllen sich nur langsam und auf bestimmte Weise. Aber ich kann helfen. Komm mit mir. Okay. Vielleicht hast du recht. Ich muss den Kopf frei bekommen. Wohin? Ich betrachte mich als Schlüsselmacher. Einer meiner Schlüssel könnte dich interessieren. Was machst du in deiner Werkstatt? Erfinden. Alle Geheimnisse der Wirklichkeit sind hinter Türen versteckt. Meine Erfindungen sind die Schlüssel. Was? Du enthüllst die Geheimnisse dahinter. Ah, du bist so weise wie Pythagoras. Doch warum reden wir darüber, wenn wir es auch sehen können? Wende den Blick dorthin. Persephones erste Festung. Hättest du sie nur sehen können, kurz nach der Errichtung. Wie vieles im Elysion ist es eine Ruine. Was ist geschehen? Dieser Ort ist wundervoll, wie alles, was Persephone erschafft. Doch die Welt verändert sich mit ihren Launen. Wenn ich Ruinen sehe, weiß ich, dass sie uns dringender denn je an ihrer Seite brauchen. So, wo denn jetzt?
Wo will er denn jetzt hin? Durch diese goldenen Felder kamen und sich im Glanz des ewigen Friedens sonnen. Sie alle dachten nie etwas Schöneres zu sehen, bis sie schließlich Persephone erblickten. Kann sein, dass der Typ ein bisschen schwärmerisch ist. Naja. Egal, mal schauen, wo er jetzt hin will. Komm schon. Hoppala. Dieser Lagerplatz ist der Ort, an dem Hephaistos ein Heim für Aphrodite errichtete. Das macht nicht mehr viel her. Es stand aufrecht, bis Aphrodite dieses Balk Adonis traf. Seine Fähigkeit, mit nur einem Lächeln Unruhe zu stiften, ist ohnegleichen. Bewegung! Okay. Ja, yeah, okay, und jetzt? Hier ist alles ein bisschen überflutet, würde ich mal sagen. Komm, hier lang. Ella. Die Höhle führt zu einem Schlüssel, den ich mit Stab erschuf. Schlüsselmacher und Stabhüterin. Freunde, verbunden durch ein Geheimnis. Da oben ist ja der Aussichtspunkt, liegt glaube ich direkt über uns, weil hier unten können wir reinspringen. Deswegen gehe ich erstmal klettern. Ja, ich würde sagen da oben, ne? Oder? Warte mal, wo ist denn der jetzt? Wo ist der jetzt, Karte? Warte mal. Ne, da ist der. Ja, okay, ja, der ist da oben. Gut, lassen wir's. Springen wir hier runter. Dann schauen wir mal. Dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Na, ich wollte gerade sagen, jetzt lass nicht los, so. Wir sollen nach oben. Wollen wir wetten, dass Hermes gleich oben ist? Wahrscheinlich kommt noch so ein blöder Spruch, wo wir denn so lange waren, ne? Das kann die da wieder nicht hochklettern. Wie soll ich denn jetzt da rüberkommen? Ja, die kann ja nur dran runterrutschen.
Das macht überhaupt keinen Sinn. Wir sollten doch hier rein. Der Weg hat uns doch hier hingeführt. Ach, was soll's. Da ich keine Ahnung habe, wie ich sonst da hinkommen soll, machen wir es halt so. Ach komm, Cassandra, kletter. Los, hopp, hopp, hopp. Meine Güte. Warum habe ich so ein ganz blödes Gefühl, dass wir gleich zwar oben auf dem Berg sind, aber irgendwie rein müssen? Scheint zu kloppen. Oh. Wie kommt denn ein Schiff hier oben hin? Naja. Attacke des Ares. Diese Fähigkeitsaufwertung ist jetzt im... Was ist das denn? Ach, der ist das. Okay, die haben wir ja so jetzt gar nicht. Naja, ich weiß nicht, soll... Ach, da Fähigkeit... Ich habe ja irgendwann hab ich ja mal geguckt, wie man Fähigkeiten zurücksetzen kann, ne? Aber das Problem ist halt... Man kann ja hier nur alle Fähigkeiten zurücksetzen. Aber wenn ich die anklicke, so kann ich die ja glaube ich nicht... Das ist ein bisschen doof, weil alle will ich ja nicht zurücksetzen. Ja, dann lassen wir das. Schade. Egal. Okay, jetzt können wir hier zurück, wow. Aber da hochzukommen, das war echt beschissen.
Naja. So, hi. So, wir reden jetzt noch mal mit ihm und dann war's das für heute. Was ist mit mir geschehen? Stell dir einen Moment lang vor. In dir, in uns allen sind Pergamente aufgerollt wie Bänder. Auf diesen Pergamenten steht geschrieben, wer du bist, wer du warst und wer du sein wirst. Ergibt das Sinn? Nein. Aber, also es ergibt zwar keinen Sinn, aber ich weiß, was er meint. Deswegen sage ich mal, ich verstehe. Also, diese verdrehten Bänder definieren uns. Und was da drin geschehen ist, veränderte, was mich definiert? Du verstehst es. Mit den Schlüsseln kannst du die Geheimnisse in dir offenbaren und ihnen die Kontrolle entreißen. Ich habe viele erschaffen. Danke. Ich bin es nicht gewohnt, alleine zu segeln. Auf der Adrastea hatte ich immer Barnabas an meiner Seite. Ah, nun, ich hoffe, es vergeht noch viel Zeit, bis ich ihn hier treffe. Ich überlasse dich deinem Abenteuer. Du findest mich jederzeit in meiner Werkstatt. Chere, Hermes. Danke, Hermes. Und Freunde, ich würde mal sagen, danke auch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wisst ihr was? Wir holen uns jetzt noch den Aussichtspunkt. Der ist direkt hier. Dann haben wir das auch. Dann machen wir das jetzt noch. Aber dann war's das wirklich. Den holen wir uns jetzt noch. Und dann... Huch. Müssen wir mal weiterschauen. Hüp, hä, hüp. Okay. Da kommt sie nicht weiter. Dann gehen wir hier weiter. Da springen wir dann rein. Also schätze ich mal, dass der hier oben irgendwo ist. Da oben, jawohl. Wie auch immer hier wieder ein Teil vom Schiff hinkommt, aber egal. So. Wenn er sagt, er hat viele davon versteckt, gibt es für jedes einzelne irgendein Upgrade? Das wäre interessant, aber das glaube ich nicht. Das wären ein paar arg viele. Wie dem auch sei, Freunde, das war's für heute. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich sage erstmal bis dann und ciao.